Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2D Nacht des Raben. Ja, ich bin hier ein Stückchen des Weges lang gelaufen, sodass sie wieder hier an der Kreuzung stehen. Hier unten, wisst ihr ja Bescheid, geht's wieder zurück zur Burg und darüber, da drauf, müssten wir in Richtung des nächsten Drachens gelangen. Jetzt ist es hier halt leider Gottes sehr dunkel, aber ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich habe mir auch erlaubt, die Rüstung, also unsere Accessoires quasi umzuziehen auf Feuerschutz, damit wir hier gegen die Feuerwarane eine bessere Chance haben. So, denn die müssen weg. Und weg mit dir. Perfekt. Sehr gut. Der erste ist schon mal beseitigt, denn die müssen wir leider plätten, damit wir hier weiterkommen. Ich könnte zwar versuchen, mich seitlich da vorbeizuschleichen, aber ich glaube... Das passt schon so. Komm her, du Saufich. Einer müsste ich nochmal noch ausgehen mit unserem Leben. Außer die Klaue tut nicht richtig mit. Aber dem scheint nicht so. Perfekt. Sehr schön gemacht. Das heißt, wir brauchen wieder mal was zum Heilen. Das heißt, ein paar Tränke müssen jetzt Platz haben. So, ist gut. Oh, der greift uns an. Komm daher, du Saufich. Ja, ja, die Klaue macht dich fertig. Wirst du sehen. Katschanga. Bäm, zack, brack. Oder auch nicht. Kommt drauf an, ob die jetzt mittut oder nicht. Jawohl. Einmal, zweimal, passt. Sind wir zufrieden. Sehr gut. Die Frage, gibt es hier noch so ein Feuerwaran-Typi-Viech? Nein. Schaut gut aus. Gut. Haben wir sie alle geschafft. Sehr fein. Das ist mir doch glatt wieder ein Speichern wert. Sicher ist sicher, ne? Ihr kennt mich ja. So, gespeichert haben wir und weiter geht's. Eine Heilwurzel. Sehr schön. Die kommt dann später... als Trank zur Verwendung, in Klammer, hoffe ich. Ich denke auch mal, ich kann... Ja, davon haben wir schon mit den ersten Echsenmenschen. Boah, es ist so dunkel, ne? Da tue ich mir jetzt auch schwer Bild zum Schauen und so. Aber, wie gesagt, davon ist ein Echsenmensch, das heißt, wir ziehen uns wieder um. Hier Feuer tun wir weg und Waffen ziehen wir an. Dasselbe gilt hier. Magie, Krieger einmal, Krieger zweimal. Und auch natürlich hier wieder auf Waffe und so weiter. Passt. Das tun wir auch sofortig speichern, für den Fall der Fälle, dass ich gleich aufs Maul bekommen tue. Was ja eh nicht das erste Mal wäre. Also, komm her, Idioter. Hallo. Zwei, zwei. Zwei ist machbar. Drei. Ja. Der erste ist kaputt. Der zweite ist kaputt. Der dritte ist kaputt. Perfekt. Lief doch super. Alle drei Waffen gerettet und... Naja, okay. Wir haben... Oh, da vorne. Da vorne ist ein Feuergolem. Ob das... Ja... Und allein schon die Tatsache, dass es eben hier Echsenmenschen gibt, zeigt uns ja wieder, dass wir nicht allzu weit entfernt von einem Drachen sein können. So, ich hoffe sehr stark, dass ich mich jetzt nicht umrüsten muss. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Und hoffe, dass wir diesen Feuergolem so besiegen können. Komm her, Idiot. Ich fürchte, wird uns mit Feuer anschießen. Oh, geht. Nein, ernst jetzt. Das ging jetzt mit einem Schlag? Cool. Es ist ihm doch, es ist halt schon ein Wermutstropfen quasi, dass ich diese Viecher da jetzt nicht besiegen kann. Aber ich sammle hier mal alles auf, was da herumliegt. Da hat jemand fleißigst Felle gesammelt. Wow, ich muss da schnell weg. Sonst grillt mich gleich das Viech. Es ist aber auch schade, die jetzt nicht umzuhauen. Weil ich dann nochmal hierher, also hierher hatschen müsste, um sie zu töten. Außerdem ist es noch stockfinster.
Wisst was? Ich rüste mich nochmal um. Für die Übung. Was soll's denn? Was soll's? Feuer einmal, Feuer zweimal und Feuer dreimal. So, die Waffe wird gezückt. Das Licht ist aus, sehr schön. Jetzt gehen wir nach Haus. Labimmel, labammel, labum, bum, bum. Wartet, Licht und so, Katschanga. Bäm. Und dann machen wir noch die Warane da drüben platt. Was soll's? Ich habe keinen Bock, hier nochmal herzuhatschen. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir die Zungen nicht allzu sehr brauchen. Komm her, du blöder Heini. Die Klaue durstet nach deinem Feuerwaranblut. Bäm. Komm, Katschanga. Mach Katschanga. Komm, Katschanga. Nimm mich. Jetzt sind es da zwei, genau. Du sollst Katschanga machen, du Kackschwert. Mach jetzt. Komm, Katschanga. Na toll, das war ein Schuss in den Ofen. Wieso tut er jetzt nicht? Blöde Klaue, elendige, echt. Na wirklich. Jetzt mach! Ach, du bist ein Arschloch. Wirklich Kackklaue, elendige, dreckige, blöde Scheiß. Ja. Und wie ist bei euch das Wetter so? Alter Schwede, ich schwöre, bei uns hat es heute geschneit. Ich sag euch was. Es ist Ende April, ja? Alles hat geblüht. Alles, was blühen kann, hat geblüht und alles ist kaputt. Wir haben heute schon im Radio gehört, wir haben einen Ernteausfall von 80% bei uns in unserer Gegend. Das ist echt bitter, das ist echt hart. Die Existenzen sämtlicher Landwirte ist somit am Arsch. Auch von mir daheim, muss ich sagen. Denn ich befürchte, dass unsere Schwarzbeeren, also Heidelbeeren heißen sie bei uns, dass die, ja, das Zeitliche gesägert haben. Was ziemlich, ziemlich schlecht ist, weil das, ja, auch für uns, ich meine, wir sind nur, es ist nur ein ganz kleines Heidelbeerfeld. Das sind 260 Stöcke, was wir da haben, also Sträucher. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist für uns trotzdem eine zusätzliche Einnahme gewesen. Man muss bedenken, wir haben ab Hofverkauf und das sind doch 3000 Euro, was wir da gut verdient hätten dran. Ja, maximal 3000, so 2500 bis 3000. Und jetzt ist das halt höchstwahrscheinlich kaputt. Und wir haben noch vorher mit einem Biomittel gegen den Frostspanner gespritzt und so weiter und so fort. Natürlich hat das mein Freund gemacht, der hat nämlich einen Schein dafür, also keine Panik, bei uns läuft alles nicht rechtens. Nicht so, nicht und so, dieses Biospritzmittel, ich meine, es heißt Spritzmittel, das ist in Wahrheit ein Grippevirus, wenn man das so möchte, also ein Bakterium. Oder, ja, Bakterium sind das, glaube ich, ne? Also so Grippedinger, die machen diese Frostspanner krank und die sterben dann dran, weil die können ja nicht mal zum Arzt gehen und sagen, du, ich habe jetzt Grippe, bitte hilf mir. Und das wirkt echt super. Das geht auch, wenn ihr die Probleme mit dem Buchsbaum habt. Ne? Das sind dieselben Viecher. Also ihr könnt das Mittel ebenfalls dort verwenden. So, wie hieß das denn noch schnell, dieses Mittel? Xenur, irgendwie sowas, glaube ich. So. Ich will die Ringe haben. Xendari, ich glaube, so hieß das. So. Da-da-da. Habe ich jetzt alles richtig umgerüstet? Ich hoffe sehr. Na, bitte speichern lassen. Ich bedanke mir. Alles voll mit diesen Viechern, wenn du denkst, ne? Waffe. Passt schon, alles richtig. Alles richtig, passt alles und gehen wir weiter. Auf diese Ex-Menschen hätte ich zum Beispiel schon vergessen gehabt. Kommen jetzt vier oder was? Es kommen vier. Komm, es kommen alle. Was ist denn das für ein Scheiß? Das stand nicht im Drehbuch. Elendige Scheißviecher. Jetzt kommen wieder alle. Jetzt wollte ich mal schauen, was die tun, ne? Ob sie wieder umdrehen. Blöde Scheißviecher.
du stirbst. Komm, Klaue. Lass mich nicht hängen. Jawohl, der erste ist wieder hin. Ich fall gleich in den Weg runter. Geh, mach, Klaue. Hopp. Jawohl. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Wow, alter Schwede. Jetzt habe ich kurz mal zum Spitzen angefangen. Puh. Lief doch besser als gedacht. Was mache ich mir denn so ins Hemd? Perfekt. Naja, jedenfalls bei uns hat es insgesamt, also wenn ich das, den Schnee auf dem Dach meines Autos anschaue, sind es so um die 10 cm. Wobei man auch sagen muss, es ist ein Teil zwischendurch geschmolzen. Nur ist es jetzt in der Nacht so kalt, dass es morgen, ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum Frost kommt und somit auch alles frieren wird. Das ist scheiße. Das ist beim Autofahren richtig behindert, aber ich habe noch Glück im Unglück, denn durch meine Faulheit, auf die ich sehr stolz bin in diesem Moment, habe ich noch keinen Bock gehabt, meine Winterreifen zu wechseln und somit bin ich auf der sicheren Seite. Anders gesehen ist es bei so manchem Gegenverkehr oder Verkehrsteilnehmern nicht der Fall, die schon ihre Reifen quasi auf Sommerreifen gewechselt haben. Die sind halt jetzt leider Gottes nicht nur für sich selber, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer durchaus eine Gefahr. Aber was sollst du machen? Mit sowas hat keiner gerechnet. Wenn ich denke, ich habe einen Wetterbericht vorher gehört, ne? Und der sagt nur, ja, kommt Regen, das war's. Nichts schlimm, nö, nö, nur Regen. Es wird zwar kalt, aber Regen. Toll. Und dann kommt Schnee. Und zwar richtig dick. So dick hat es den ganzen Winter nicht geschneit wie heute. Echt. Also, ne. Entschuldigung, ich muss noch Licht einschalten. Das flattert Sempern. Katsching. Ich hatte nur riesengroßes Glück, dass ich heute quasi noch frei bekommen habe, dass ich nicht zur Arbeit fahren musste. Katschang. Aha, da ist wieder ein Feuergolem, wie ich sehe. Das sind dann wieder geschenkte. Hui, Waffe, bleib da. Das sind dann hoffentlich wieder geschenkte 400 Erfahrungspunkte. Boah, das ist so cool, ne? Wir ruppen da richtig vorwärts. Schaut mal, 69 Lernpunkte. Ich kann mir dann, weil es Alchemie betrifft, kann ich mir dann schon alles kaufen, was ich will. Oh, Alter! 3 Kilometer nach hinten geschmissen, ne? Du Arschloch! Komm, Klaue! Mach Katschanga! Komm! Klaue! Na los! Hopp, Katschanga! Perfekt! Du dreckiger Scheißgolem, elendiger! So, mal kurz fluchen und dann sind wir schon wieder glücklich. Da liegt irgendwas, glaube ich. Was ist denn das? Ein Ringelein. Ringelingeling. Ah, jetzt sind wir auf der Seite. Lol, ich hätte hierher schwimmen können von da drüben aus. Hätte ich mir das... Ja, da wären wir gestorben. Da wären wir sowas von verreckt, das kannst du gar nicht glauben. Hervorragend, sehr schön. Sonst ist hier nichts. Das Ganze für einen Ring und für einen Feldknöterich. Und für einen Haufen Erfahrungspunkte, selbstverständlich. Passt. Gut, dann sind wir schon zufrieden. Dann gehen wir weiter. Wow, ich bin im Arsch. Im Arsch. Im Arsch. Warte, warte, warte. Schwere Wunden heilen. So einfach mache ich das nicht. Passt, haben wir ausgerüstet. Sechser. Hui. Baram. Sehr schön. So, speichern und weiter geht's zum Feuerdrachili. Mal ein kurzer Blick aufs Urli. Ah, da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Das dürfte sich ausgehen. Vielleicht können wir uns sogar ein-, zweimal versuchen anzuhauen. Boah. Und vielleicht besiegen wir ihn ja auch sogar. Was mich persönlich sehr freuen würde. Schauen wir mal. Denn wie gesagt, wir haben ja ein paar Helferleins gekauft in Form von Spruchrollen. Darunter einen Dämon und ich glaube 2 Golems waren dabei. Also das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. So. Da muss man eben aufpassen. Ich glaube, ein Feuergolem wird sich uns noch in den Weg stellen. Ich hoffe, ich erkenne ihn rechtzeitig, bevor er mich da den Riegel runterhaut. Ich werde auch ein bisschen speichern zwischendurch, damit ich nicht, also damit wir nicht so weit zum Hatschen haben. Weil wenn der mich schlägt, dann fliege ich. Ja, da ist er schon. Ich habe mich richtig erinnert. Und da haben wir auch schon einen toten Drachenjäger. Kumpel. Schnell ausgeraubt. Boah, jetzt hoffen wir und beten wir, dass ich es nicht versau.
hundertprozentig versaue es. Tausendprozentig. Komm her, das ist sau. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben, jawohl. Perfekto. Bin schon zufrieden. Und die Klaue ist schon wieder gut aufgelegt. Sehr gut. Meine Damen und Herren, das lief superb. Nichts zu holen. Gib her dein Herz. Danke. Kann schon aufhören zum Schwitzen. Passt schon, alles okay. Ja, gut. Jetzt ist es immer noch so scheißlich dunkel. Wann wird es jetzt endlich hell? Das gibt's ja nicht. Ich will was sehen können, wieder anständig. So, wir haben noch, genau, Waffe Plus. Jetzt muss ich dann schauen, ob es hier noch ein paar Echsenmenschen gibt, weil bald muss ich umrüsten auf Feuerschutz. So. Wieder speichern, wie es sich gehört. Und dann sind wir auch schon, also wenn wir diesen Drachen hier erledigt haben, komm her, Echsenheini. Ich glaube, du bist ein Echsenheini, ja. Wenn wir dann diesen Drachen hier erledigt haben, bleibt nur noch einer übrig. Leider Gottes der schwerste von allen, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Irgendwie kann man das hin. Jawohl, das lief super. Schön. Wieder drei Echsenmenschen über den Jordan geschickt. Was sind eure Waffen? Futsch. Sind die alle da runtergerutscht? Ja. Da und die zweite. Perfekt. Sehr, sehr gut. Wieder speichern. Das lief nämlich gut. Man kann nie genug speichern. Ihr wisst es eh, wie es ist, ne? Das ein Fehltritt, ihr habt das bei mir eh schon mehrmals gesehen. Ein Fehltritt und es ist wieder alles im Arsch und für den Arsch. Wow, komm her. Grummel, grummel. Und aufs Maul. Jawohl. Tschüssi. Nicht mal einen Schaden bekommen, bin voll stolz. So. Dann nebelt schon wieder. So. Bäh. Kommst du her. Kachanga. Und fort ist er. Der nächste ist auch schon dran. Komm. Jawohl. Sehr gut. Und blocken. Passt. Sehr gut. Bisschen Schaden bekommen, aber bei weitem nicht schlimm. Können wir wieder speichern, weil wir brav waren. Sehr schön. So, jetzt könnte es wieder Tag werden. Ja, ich wäre voll dafür. Boah, jetzt liegt die schon wieder aus. Ah, und da ist er schon. Der Feuerdrache. Super. Und jetzt sehen wir gar nichts, ne? Wie schaut es denn uhrzeitmäßig aus? Gibt es irgendwie eine Anzeige, wie spät es ist? Hier sicherlich nicht. Vielleicht hier. Es ist Mitternacht. Das dauert ja ewig, bis es Tag wird. Und 166 Tage sind schon vergangen? Alter Schwede. Ach, gescheißen Dreck. Das Problem ist, ich kann es nicht heller machen, ne? Ich hoffe zwar, dass das Drachenfeuer... Mei, ist das gemein. Ich hoffe zwar, dass das Drachenfeuer hell genug ist, dass wir hier was sehen können. Ach, das ist jetzt echt blöd. Das ist richtig blöd. Ich rüste mich mal um, ne? Das ist richtig, richtig blöd. Das passt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Hoppla, das nächste noch. Zauber und so, ne? Also, ich möchte es gerne mit... Was denn? Mit was probieren wir es denn? Ich möchte es gerne mit dem Dämon versuchen. So. Ich probiere es jetzt einmal. Vielleicht, vielleicht können wir sogar was erkennen. Oh, falsch. Fast einen Fehler gemacht. Was muss ich denn anziehen? Nicht diese Halskette, sondern... Wo bist du denn? Da. Das Auge Innos. Fast einen Fehler gemacht. So, nochmal speichern. Passt, und jetzt können wir es angehen. Ich zücke auch schon gleich mal den Zauber. Feomata heißt er. Servus, Feomata. Ich hoffe, man sieht ihn gut. Ich kann es einfach nicht glauben.
dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen? Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Wer bist denn du? Wer bist du? Mein Name ist Fiomata, und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Das werden wir sehen. Wo ist dein Hort? Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Ah, das kriegen wir schon hin. Wie kann ich deinen Meister bezwingen? Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Mhm. Du brauchst eine Waffe, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Alles kein Problem für uns. Wir wissen genau, auf wen wir uns verlassen können und wer diese 5 Herrschaften sein werden, die uns den Rücken stärken werden. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Ja, das fürchte ich auch. Das heißt, wir beschwören mal unseren Dämon, weichen ein bisschen aus. Au! Und rüsten mal unsere Waffe um. Wow, der Dämon macht ja richtig Damage. Katschanga. Komm, Auge, genau. Komm, Klaue Belia. Hau mal den Drachen zu Brei. Wow. Also der Dämon ist echt super. Ey, nein, Drache. Ist jetzt gerade gestorben? Verdammt, der ist gerade gestorben. Oh, der Drache aber auch. Geilo. Super Dämon, du bist ein Hammer. Sehr schön, 2 Fiolen mit Drachenblut, einen Haufen Schuppen und ein Herz eines Feuerdrachens. Ich danke dir von Herzen, mein lieber Dämon. Ich brauche wieder Licht. Boah, der lief ja echt super. Ich glaube, wir haben sogar den schwereren zuerst gemacht, nämlich den Felsendrachen. Oder Steindrachen, wie auch immer. So. Zum Hort. Ich weiß, man kommt hin. Es ist nur eine sakrisch geschissene Kraxlerei. Jetzt muss ich kurz mal umschauen. Es ist halt so scheiße dunkel auch. Man konnte hier irgendwo hochkraxeln. Da bin ich mir fast sicher. Ich muss jetzt nur die Stelle finden, wo das war. Ich weiß, es war schwer zu erreichen. Da hat er nicht Unrecht, der Gute. Wow, langsam, ruck. Da haben wir schon. Ha, schau, das Glück ist mit den Trotteln und ich habe genau den Hort gefunden. Sehr schön.
Perfekt. So, die Maus richtig, also die Kamera einstellen. Perfekt. Können wir schon looten. Perfekt. Und dann ist der Part für heute auch zu Ende. Meine Güte, das ging ja echt super. Und ich denke mal, mit unseren beiden letzten Spruchrollen von den Golems und so, werden wir auch den Eisdrachen recht gut schaffen. Ich hoffe es halt zumindest. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann haben wir hier das Wiedental eigentlich schon so gut wie erledigt. Naja, bis auf halt ein paar Quests noch hier und da mit Hoshpack und so, wo ich mir eben nicht sicher bin, ob ich das machen möchte. Weil ich glaube, ich habe damit Urshak sehr beleidigt und ihr wisst ja, wie sehr ich an diesen lieben Ork da hänge. Und da bin ich am Überlegen, ob ich ausnahmsweise für dieses Let's Play, damit ihr euch auch ein bisschen ärgern könnt, die Quest nicht mache. Passt, wir sind hier fertig. Ich kann mich drehen, wie ich möchte. Hier gibt es nichts mehr zum Holen. Auf in die Burg. Sehr schön. Und nachdem wir jetzt hier wieder in Sicherheit sind und ich endlich unsere wohlverdiente Nachtruhe einhalten kann und dann im nächsten Part gar und Bescheid geben werde, was wir geschafft haben, werde ich mich für heute von euch verabschieden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!